Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer weiteren Folge von Stalker, der Schatten von Tschernobyl. Um genau zu sein, ist es die 87. Folge. Und wir sind gerade im Roten Wald angekommen und werden uns jetzt in Richtung Pripyat begeben. Ich musste leider aus zeittechnischen Gründen gestern wieder eine Folge aussetzen, aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich glaube, die Kollegen können es da vorne nicht. Ich glaube, ich sollte mal lieber die Waffe wechseln. Genau, die Fäuste einfach mal draufrennen und sterben. Ich muss das mal wieder zielen üben. Aber diese Bots sind ja perfekt dafür geeignet. Na, Kollege, dich habe ich doch gesehen. Ist der überhaupt Feind? Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er wieder ganz freundlich. Oh. So. Und weiter geht's. Ich hoffe, wir treffen jetzt nicht noch weiter auf Lags wie diese. Beziehungsweise Frame Drops. Nicht ganz so viele Feinde, denn unsere Munition geht leider. Ah. Da hat man einmal nicht aufgepasst und rennt gleich in diese scheiß Anomalie rein. Unglaublich. Ich wollte gerade sagen, unsere Munition ist relativ knapp geworden. Wir müssten eventuell mal ein paar Waffen auseinandernehmen. Wir müssten eigentlich noch jede Menge liegen, wenn die noch keiner geklaut hat. Ist ja wieder bestes Wetter hier. Also ich muss sagen, die Ukraine gefällt mir. Hier bleibe ich öfters. Wenn ich auf Gewitter stehe und irgendwelche Mutanten und verrückte Leute, die mich hier einfach umbringen wollen. Nehmen jetzt einfach mal alle Waffen mit, die können wir ja zur Not wegschmeißen. Ach, unsere geliebte Bushaltestelle. Ja, das waren noch Zeiten, wo wir hier auf den Bus gewartet haben. Und da oben waren letztes Mal eigentlich Feinde gewesen, aber heute sind Freunde da. Das ist ja mal schön. So, und ich entlade mal alles, was zu entladen geht und schmeiß den Kack denn noch nicht weg. Ich weiß ja jetzt nicht, was uns hier gleich erwarten wird. Ich finde irgendwo verkaufen können, ich weiß es nicht. Da. Okay, reden können wir mit dem jetzt nicht so, die haben leider nicht viel zu erzählen, aber vielleicht können wir ein bisschen Kram verkaufen. Zum Beispiel diese Quallen. Die können wir doch locker hier mal abgeben. So wie dieses Akok-Ziefernrohr. Brauchen wir auch nicht zwingend mehr. So. Sind wir gleich 100 Gramm leichter. Und ich denke mal, hier geht's ins nächste Gebiet. Denn hopp. Ja, bitte.
Und da haben wir wieder den geliebten Ladebildschirm. Oh, man hört vielleicht, dass ich etwas heiser bin, beziehungsweise Halsschmerzen habe. Gentlemen, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden uns zur Station vorkämpfen. Die Stadt ist voller Monolith-Bastarde und anderem Abschaum. Haltet also die Augen offen und den Rücken frei. Das war's. Waffenprüfung. Wir gehen diese Straße entlang. Einsatzbereitschaft in 15 Sekunden. Du musst der Gezeichnete sein. Der Wirt hat von dir gesprochen. Lass uns zusammen einen Durchbruch versuchen. Ich kenne den Pfad zur Stadt. Los. Los. Ich folge dir. Was? Aber es ist richtig cool gemacht, finde ich, hier mit dieser zerstörten Stadt. Also das Setting ist auf jeden Fall richtig geil. Ich höre einen Hubschrauber. Granate. Der hat oben links gesagt, ne? Okay. Klar. Neu formieren und voranschreiten. Hey, erstmal die Waffen klauen. Was hat denn nur so ein Schrott dabei? Wo seid ihr? So, neu formieren? Da bin ich. Ich bin formiert. Weiter, Jungs. Super. Weiß gar nicht, haben wir denn Munition für diese? Die haben wir immer noch nicht. Kacke. So, wo sind sie noch? Das artet hier richtig in Häuserkämpfe aus. Au. Okay, ich sehe niemanden mehr. Aber ich höre noch Schüsse. Bleibt ihr denn? Oh, ist einer von uns? Hallo? Yeah. Sind alle tot. Mensch. Links und rechts. Auf dem Dach zu rechts. Ach da. Meine Güte, wir müssen mal richtig Ansagen links, rechts, links, rechts. Das wird aber richtig scheiße, wenn die da drin stehen. Ja. Ich glaube, die sind alle nicht mehr ganz so frisch. Alter.
Das ging ja für die meisten richtig in die Hose. Ich hoffe, wir überleben das noch beide. Kumpel. Ich laufe den jetzt einfach immer nach. Ich glaube, das ist die bessere Variante, als einfach nach vorne zu laufen. Was? Los. Was müssen wir machen? Hä? Ist das jetzt der, den wir da, mal gucken, da sind sie, möchte ich ja gar nicht wissen. Der Gruppe folgen, ja. Ja, dann los. Gucken nach vorne. Scheint dir wieder leicht. Der Karte zufolge müssen wir rechts abbiegen. Es gibt einen sicheren unterirdischen Durchgang. Einen sicheren unterirdischen Durchgang. Ach nö, ey, das ist ja abgekackt. Wer zur Hölle ist das da oben schon wieder? Okay, wir müssen gleich nach rechts. Ich glaube, die Quest habe ich hier leicht verkackt. Das ist auf jeden Fall ein Kumpel. Geht's dir gut, hallo? Ach du Scheiße. Och nö, oder? Hallo? Ey. Es gibt ja ein paar Verrückte, die sich Monolith-Fraktion nennen. Vielleicht werden sie auch noch von allen anderen so genannt. Egal. Sie haben keine Angst vor Schmerzen. Wenn ihnen die Munition ausgeht, fallen sie dich mit bloßen Zähnen an. Wenn dir also einer über den Weg läuft, nicht nachdenken, schießen. Okay. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt nochmal. Wiederholen? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann das jetzt selbst schlecht einschätzen. Ich kann ja. Ich denke mal, hier wird irgendwo der Tunnel sein. Ich habe natürlich keine Ahnung. Nun sind wir wieder Einzelkämpfer. Ich meine, hätten wir ja ruhig mal die Karte hinterlassen können. Verdammt. So, ich sollte auf jeden Fall wieder öfter spielen und die heutige Fail-Folge beende ich denn mal auch lieber. Ich werde jetzt nicht schnell speichern, sondern den Punkt hier lassen und ich überlasse es euch heute zu entscheiden. Machen wir die Mission nochmal oder spielen wir jetzt so weiter, und wenn wir weiterspielen, gebt mir doch einen klitzekleinen Tipp, wo wir denn hin müssten. Aber bitte erst, wenn entschieden ist, also wenn so ein paar Leute, ich habe jetzt noch nicht so den großen Zuschauerdrang. Also wenn so ein paar Leute sagen, ey, nee, mach weiter, ist doch scheiße auf die Quest, ne, dann einfach mal reinschreiben, hier und da müsstest du eventuell lang. Ne? Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden. Und fleißig kommentieren. Und ich denke mal, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, und ich hoffe, ihr fällt nicht so wie ich.
Und natürlich noch einen wunderschönen Tag. Euer Globo.